meine lieben Freunde. Crush und Dagi machen jetzt hier gerade Maschinenbude. Und ich mache hier gerade mal meinen Rundgang und zeige euch mal, was hier so alles steht. Da nutzen wir gleich mal die Gelegenheit. Wie gesagt, habt ihr ja vorhin schon gesehen, ne? Hier vorne Imbiss und Getränke und so. Der Göbel hier mit dem Riesenrad. Das ist hier die Landzunge. Da hinten ist Hafenspitze. Da wird dann auch immer Party und so gemacht. Und genau, hinten dran ist nichts. Da geht es einfach hinten dran. Und hier vorne ist dann halt das ganze Zeug hier. Ich laufe jetzt mal zur Mutter. Ich gucke mal nach was zu essen. Achso, ich bräuchte mal vielleicht noch Geld, bevor ich mir... Ich bräuchte vielleicht mal Geld. Könnt ihr mal... Gib mal Geld! Gib mal mein Portemonnaie. Ist da nichts drin? Aber 20 Euro ist ein bisschen wenig. Ja, was ist denn der denn? Weiß ich doch nicht. Ja, es reicht, Digga. Da hol ich mir bei meiner Mama noch was. Da hol ich mir bei meiner Mama noch Geld, wenn ich noch was brauche. Bei meiner Mami. Ja, Pommes, Fisch gibt's hier. Beides vom Reue. Jetzt seht ihr es ja nochmal auf. Wir sind ja das letzte Mal hier mit dem Auto vorbeigefahren. Da war ja aber noch alles zu. Greifer. Hier neben dran die Pink Date Automaten. Dann haben wir hier nochmal ein Angeln. So, hier haben wir den Car Master. Die Racing Coaster. So eine kleine süße Achterbahn. Eigentlich auch ganz cool, so ein Ding, ne? Aber stelle ich mir auch schwierig vor, damit irgendwie Geld zu verdienen. Ich weiß nicht, ob da so viele mitfahren. Aber eigentlich ganz cool. So, dann haben wir hier neben dran den Night Style. Ist natürlich jetzt mal ein Rundgang mit bei kompletter Beleuchtung. Ist natürlich auch ganz geil. Aber auch, glaube ich, in der Form noch nicht gemacht, ne? Vor allem jetzt alles jetzt noch so ein bisschen nass und dann leuchtet das immer alles so schön, ne? Sieht mal ganz cool aus. Ja, ansonsten kommt hier vorne jetzt Partymeile. Da gibt es jetzt nicht viel zu sehen. Gucken wir mal davor. Da vorne geht es gleich weiter. So. So, hier vorne haben wir eine Wahrsagerin, hier ein Krebsstand, dann hier einmal Eis vom Bad. Einer von den Bads, gibt ja gefühlt, ich glaube jeder zweite Schaustellebetrieb heißt Bad. Dann ist hier der Loritz, da sitzt der Chef, sitzt hier noch selber im Laden. Da hat er gerade Kundschaft, also wäre ich mal kurz hingegangen. Genau, und hier auch ganz klassisch, hier vorne hört schon bimmeln, ein Howden Lucas sogar hier am Start. Hier die Pizzabude, die sind auch immer hier, die haben auch immer nachts lange offen, die Pizzabude. Hier Howden Lucas, dann gibt es Kinder Lucas. Das wird wahrscheinlich der Frauen-Lukas sein. Oh, tschüss. Und hier der Männer-Lukas. Ich bin ja für Gleichberechtigung. Frauen müssen an denselben Haude-Lukas wie die Männer. Das ist ja bodenlos. Hier so ein Straßenkünstler mit so Bildern. Ja, hier wieder so ein bisschen Bierabteilung. Hol euch gleich wieder dazu. So, dann haben wir wieder hier unsere veganen Pommes. Also hier dieses Pommes am Spieß. Diese Kartoffel, ich glaube, die kostet jetzt hier 6 Euro, hat die eine gerade gesagt. 6 Euro ist immer noch nichts im Vergleich zu dem Hotdog, was ich bezahlt habe. Ja, hier hinten ist hier der Fähreneingang, das ist hier hinten. Ich laufe jetzt einfach mal hier Richtung Bühne. Hier ist halt auch ein bisschen Programm. Mal gleich gucken, wo ich mir gleich was zu essen hole hier. Aber ihr seht ja schon, es hat hier geregnet. Dementsprechend Donnerstag sowieso schwächster Tag hier auf dem Gernsheim-Fischerfest. Und dann hat es jetzt hier vor einer Stunde geregnet. Dementsprechend ist hier natürlich nicht viel los. Ist auch ein großer Biergarten, der ist eigentlich auch immer ganz gut gefüllt. Hinten der Bad mit dem Ding, da waren wir heute Morgen ja schon mal kurz gewesen. Haben uns hier mal schon mal kurz umgeschaut. Genau, das ist so hier die Abteilung. Hier steht die Mutter im Süßwaren. Können wir jetzt mal einen Besuch abstatten. Und dann laufen wir mal noch hinten die Runde einmal rum und dann hier wieder zurück. Und dann war es ja auch schon mit dem Fischerfest. Also auch schon, ne? Eigentlich trotzdem relativ groß hier, ne? Also von daher. Geht's? Ne? Ne, Mutti? Die Mutter? Hallo! Wir sind hier mit dem Tag heute zufrieden. Ja. Ja, will nur nichts sagen. Nein, Spaß. Aber eigentlich ist mehr als letztes Jahr, habe ich das Gefühl. Letztes Jahr war, glaube ich, tot. Aber letztes Jahr war es schwül. Das war noch schlechter. Wir laufen erstmal unsere Runde. Guck mal, vom Bad auf Grill. Ich glaube, das ist auch alles vom Bad. Alles Bad hier. Alles Bad. Mandeln. Wir laufen erstmal unsere Runde und danach gucke ich mal nach was zu essen. Vielleicht sehe ich ja hier unterwegs was mich anspricht. Und dann schlage ich nochmal irgendwo zu. Ja, hier Burger gibt es noch. Premium Beef Burger. Die haben wir ja auch im Heinerfest gesehen. Das sind dieselben. So eine Hütte würde ich mir auch gerne. Ja? Ich würde es noch ein bisschen mit den Burgern noch ein bisschen anders da aufziehen. Ne, ihr wisst ja wie. So ein bisschen Subway-mäßig. Aber das wäre so eine Hütte, die da gut dazu passen würde. Ist nicht zu groß, ist nicht zu klein. Bisschen Kühltheke rein. Dann kann man damit schon arbeiten. Guck mal, hier ist auch nochmal ein Biergarten, auch sehr chillig hier. Schwenkgrill, Soßen werfen am Start. Auch schöne Beleuchtung, sehr schöne Beleuchtung. Hier Schokospießchen und sowas. Dann haben wir hier drüben Fischmaster. Dann wieder gegenüber Maiskolben, Champignons, Blumenkohl gibt's hier. Ja, da gehen wir gleich hin. Wir laufen erstmal vor. Ja, nochmal ein Zuckerwagen.
Dann hier von meinem Lieblingskollegen vom Wenzel Kinderkarussell, Trampolinspringen, hier Almhütte, zum Almwirt. Ach guck mal hier, der China-Nudeln hat zu. Da war wohl, das Ordnungsamt war wohl da gewesen. Das Lebensmittelamt war da, die durften nicht aufmachen. Jetzt kommen wir hier Richtung Straße, hier noch Zuckerwagen am Start. Jetzt haben wir hier, laufen wir mal die Straße lang. Hier ist immer ein bisschen eng, hier schieben sich die Leute auch immer durch. Vor allem, weil du von vorne ist der Haupteingang, da kommen die meisten Leute rein und die laufen hier halt durch. Ich weiß nicht, ob das wirklich geil ist, hier in dieser Straße zu stehen, weil du halt, die laufen natürlich alle dran vorbei, aber die schieben sich ja auch ein bisschen durch, wenn was los ist. Ich meine, heute ist noch nicht so viel los, heute geht's ja noch, aber wenn natürlich jetzt am Freitag, Samstag ein bisschen was los ist hier und die sich hier durchdrücken, weiß ich nicht, ob das so geil ist, dann wirklich hier zu stehen und du hast hier ja die Menschenmassen, die sich durchdrücken. Ja, ansonsten haben wir hier noch ein paar Händler, die hier noch so ein bisschen was zeigen, ein bisschen was haben. So, und vorne ist der Eingang, da vorne geht's dann rein. Vorne noch Polizei, mobile Wache. Genau, und dann gehen wir jetzt nochmal zurück und dann zeige ich euch noch vorne, wenn man nach links geht, kommen da noch Autoscooter und der Schwenker und sowas. Das zeige ich euch auch noch. Let's go. So, sind wir wieder hier vorne angekommen. Da haben wir hier noch Torwandschießen, hier nochmal ein Greifer. Oh, da ist nochmal ein Münzschieber. Ja, so ein schöner Container. Ich glaube, da sehe ich mich ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Und hier gegenüber haben wir The Rocket. Auch ein schönes Schaffahrgeschäft, ne? Sieht auch ganz wild aus. Sehr gut. Dann haben wir hier vom Bart, müsste das die Schleife, ist das vom Bart? Ja doch, vom Bart, die Schleife, genau. Und dann haben wir hier noch so ein Laufhaus, Chaos Airport. Sieht irgendwie ein bisschen leer aus, oder? Urlaub kann so sexy sein. Naja, aber groß, ne? Riesenteil hier. Dann haben wir noch einmal Schießwagen am Start vom Köhler. Dann hier vom Göbel der Autoscooter. Oh, hat er die Kasse in Ludwigshafen schon stehen gehabt? Nee, ne? Hier noch ein paar Pinkdate-Automaten. Aber ihr seht schon hier, es geht langsam Richtung Ende. Wie viel Uhr haben wir denn jetzt eigentlich? 22.37 Uhr. Bis 23 Uhr ist Pflicht, oder? Oder war bis 0 Uhr Pflicht heute? Ich weiß schon nicht mehr. Dann hier noch ein Lager Schinken und sowas am Start. Genau, und dann sind wir jetzt wieder bei der Bühne hier. Ja, das war der Rundgang hier. Ach guck mal, hier gibt es noch Räucherlachs, Flammlachs. Das war der Rundgang hier auf dem Gernsheim Fischerfest 2023. Mal schauen, ob wir auch wieder 2024 da sein werden. Wie gesagt, also beim Aufbauen dieses ganze Hin und Her hat mich schon ziemlich gestört. Ne? Da müssen wir mal schauen. So, habt ihr jetzt alles gesehen? Ich hoffe, ihr wart zufrieden. Und dann sehen wir uns schätzungsweise vielleicht mal zwischendrin nochmal. Ein, zwei Mal. Ansonsten beim Abbauen wahrscheinlich. So, Dele, meine lieben Freundele. Wir sind im letzten Tag angekommen. Oh, hast du mit Barbecue? Mississippi. Mississippi. Mississippi Barbecue Soße. Und hast du von hier wieder. Ja. Hast du keine Lust, so weit zu laufen, gell? Ja. Meine lieben Freunde, wir sind jetzt hier am letzten Tag angekommen. War Montag, heute Abend noch Feuerwerk. Wetter ist so semi-geil hier. Gestern war es schon die ganze Zeit windig. Ja, geregnet hat es nicht wirklich, aber es war sehr windig und sehr kalt. Heute ist es immer noch ein bisschen windig, aber nass. Ihr seht schon, wir haben den, was haben wir denn, 6. August, 7. August? Wir haben den 7. August und ich stehe hier, ne, dass es da regnet. Ja, das passiert, ne? Aber dass einem so kalt ist, dass man die dicke Jacke wieder auspacken muss, das ist im August auch schon eine Ansage. Aber gut, ich bin nur zufrieden mit dem Klimawandel. Ich dachte, der Klimawandel macht, dass es die ganze Zeit nur heiß ist, weil die Hitze mag ich jetzt auch nicht. Aber es kam sehr überraschend auf jeden Fall. Ja, wir sind ready hier für den letzten Tag. Mal gucken, ob es später nochmal aufklart und vielleicht heute noch ein bisschen was geht. I hope so, natürlich. Ich hole mir jetzt auch mal was zu essen. Und dann sehen wir uns heute Abend beim Abbauen. Wir bauen heute noch ab. Wir bauen hier den Schießwagen ab und wir bauen auch drüben die vorne bei der Mutter den Zuckerwagen, den bauen wir auch noch ab. Das ist unsere Aufgabe heute. Und dann morgen nach Niederramstadt, dann dort alles abbauen, ja, Transporte fahren und dann schätze ich mal Mittwoch und Donnerstag in Trebo wieder alles aufbauen, fertig machen und dann geht es, glaube ich, freitags geht Trebo los oder ging es da samstags los? Lass mich mal kurz in meinen schlauen Kalender reingucken. Trebo geht samstags erst los. Samstag, Sonntag. Ah, bis Dienstag geht das, oder? Ja, doch, bis Dienstag, genau. 4 Tage ging das. Geht Samstag bis Dienstag, okay. Ja gut, dann haben wir ja noch einen Tag mehr Zeit. Dann ist ja eigentlich relativ entspannt. Ich versuche schon die ganze Zeit von diesem scheiß Kassensystem. Also ich habe mir hier, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, ich habe mir hier dieses Kassensystem Pro geholt von SumUp und habe das jetzt hier mal ein bisschen getestet. Ja, also es ist okay, aber die Pro-Version brauche ich nicht, weil da sind so Funktionen drin in der Pro-Version. Das brauche ich nicht. Das ist eher so Richtung Gastro, ein bisschen dann noch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ja, da habe ich das jetzt ein bisschen benutzt.
so ein bisschen das Kassensystem. Ist ganz cool, man sieht auch ein paar Statistiken und alles. Man hat natürlich Mitarbeiterkontrolle für die Lagerung und sowas. Das werde ich dann auch noch irgendwann angehen, aber jetzt erstmal nicht. Das kommt dann erst irgendwann später. Aber ich will das wieder kündigen, weil das Pro-System kostet nämlich monatlich und dann kannst du mal 30 Tage testen. Aber der geht nicht ans Telefon. Ich habe ja normal die Nummer von dem, mit dem ich telefoniert habe, der mir das freigeschaltet hat und sowas. Bin schon ein paar Mal angerufen. Ich probiere schon seit 2 Stunden alle 20 Minuten da anzurufen, aber geht keiner dran. Kannst auch nicht auf einen Anrufbeantworter schwätzen und nix. Wir gucken mal, ich werde wie gesagt das Leitsystem dann nehmen. Das kostet dann halt, hat weniger Funktionen, aber das reicht mir. Lagersystem werde ich sowieso separat machen und hier werde ich dann auch noch irgendwann dann das alles umbauen, aber das wird wahrscheinlich erst Richtung Winter passieren und dann schauen wir mal. So, ich hole mir jetzt auch was zu essen und Daki kommt heute auch nochmal vorbei. Ich hoffe, wir brauchen den auch. Ich hoffe, es ist noch ein bisschen was los, dass es wie gesagt um 15 Uhr hier nochmal irgendwie aufklärt, dass hier noch mal ein bisschen was passiert. Ansonsten fehlt Geld. Ich war eigentlich echt zufrieden. Der Donnerstag war dasselbe. Der Freitag war ein bisschen mehr, aber sag mal auch ungefähr dasselbe. Und der Samstag war stärker und dann dachte ich mir so, gut. Und der Sonntag ist so reingeschissen. Der hat das wieder kaputt gemacht, wo ich im Vorsprung war im Vergleich zu letztem Jahr. Und wenn der Montag, und danach sieht es auch aus, auch reinscheißt im Vergleich zu letztem Jahr, dann ist es noch schlechter, als es letztes Jahr gewesen ist. Und letztes Jahr war ich schon so semi-zufrieden. Ne? Es war immer noch okay, aber 2019 war es besser. Und 2019 war es besser, wo ich das erste Mal hier gestanden habe, vor Corona. Und das erste Mal nach Corona, also 2022, waren ja alle Veranstaltungen richtig gut gewesen. Ja? Und in Gernsheim war es aber schlechter gewesen als das Jahr davor. Und zwar eine ganze Ecke schlechter. Obwohl das nach Corona war, ja, da hatten ja die Leute Bock, auf den Kerb zu gehen. Und wenn das dieses Jahr dasselbe ist, beziehungsweise weniger, dann ist natürlich schlecht. Ne? Ich meine, Wetter, natürlich kommt Wetter noch ein bisschen damit dazu. Ich weiß nicht. Ich muss mal gucken, was es am Ende wirklich geworden ist vom Money her. Schauen wir mal. Okay, ich will mal aufsetzen. Wir sehen uns zum Abbauen. Oh, meine Hübschen. Oh. Ich sehe nichts. Mein Licht ist zu hell. Hey, also wir sind gerade dabei, hier Schießwagen schon fertig zu machen. Ihr seht schon, wir sind schon gut vorangekommen. Machen jetzt hier gerade noch Holz weg. Kurz machen noch Stützen weg. Ich mache jetzt hier gleich noch die Sicherungsbolzen hier rein. Das muss nämlich noch rein. Machst du gleich die Eisen auch rein? Genau. Cosmo macht hier gerade die Dinger noch raus. Und wenn wir hier gleich fertig sind, dann geht's Richtung Zuckerwagen vor. Dann machen wir den Zuckerwagen noch weg. Achso, Kabel müssen wir auch noch wegmachen. Aber erst, wenn wir fertig sind. Genau. Also, dauert noch einen Moment. Wir müssen hier noch alles fertig machen. Und dann, sagen wir so eine halbe Stunde. Und dann können wir vorlatschen. Ja, let's go. Welche Seite ist denn die hier runter muss? Hier. Sicher? Ja. Ja, hast recht. Hast Glück gehabt. So willst du da hochheben? Das bricht dir doch den Rücken. Du musst auf die andere Seite gehen. Du musst sie leider andersrum stellen. Ja. Knickst doch nach hinten weg, du Hannebambel. Hört ab. So, das lassen wir drin, ne? Muss erst die Lampen weg. Die Lampe zuerst. Ja, Entschuldigung. Andere Seite? Zwei kleine Decke. Für? Da sind noch zwei drin. Wo kommen die hin? Hier, wo Lampe ist. Die Hölzer müssen raus, wir haben die Hölzer nicht rausgemacht. Zu voll, von hier oder? Ja, ja. Mach hoch, halt hoch. Ach, du. Oh Mann. Cosmo, du Wichser, pass doch auf. Wartet mal, eigentlich müsste sich das so anhören. Olaf. Du Wichser, pass doch auf. Chef, hast du gesehen? Olaf. Hat kaputt gemacht. Hört, mal ab. Ah, da fehlt ja sowieso schon die Hälfte. Da hab ich ja gar kein so ein schlechtes Gewissen. Zwei Deckel kaputt. Das war's, oder? Ah, da hinten liegt noch einer. Den können wir noch drauf machen. Fertig, oder? Guck mal, da fehlen 5 Deckel, 6, 7 Deckel und hier liegen nur 2 auf dem Boden rum. Also. Das war schon. War schon. Und die 2, die jetzt kaputt, war auch schon. Gell? Ja. Ich glaube nicht. Wir sagen nicht, bei Chef fällt sowieso nicht auf. Guck mal, hier fehlt da auch Deckel. Ja, ja, ich sag, das war schon alles. War schon vorher. Jetzt machen wir zusammen. Bisschen weg. Genug Platz. Die kommen auch drin, oder? Ja, die kommen auch drin. Hoffentlich guckt Chef nicht diese Vlog. Aber Chef guckt nicht, Mama guckt immer. Mama, bitte nicht. Nicht dem Papa sagen. Verrat's ihm nicht. Sei einfach still, sag einfach nix. Der guckt das inne, das Zeug. So, haben wir's jetzt, ja?
Hab schon ganz Hunger in uns versunken. Hochprozentig Liebesrausch, das bat ich mit dir aus. Hochprozentig Liebesrausch, das zahl ich mit dir aus. Oh. Der Zug hat keine Bula. Der Zug hat keinen Bula. Was mit dem Planer von das kommt aber rein. Ja, aber lass mich jetzt planen. Danach machen wir. Ach, da der Mann. Machen wir. Mach weg die Scheiße, sonst schlag das mir um. Und das kam auch immer bei Maschine, ne? Ja. Das hier meinte ich übrigens, sollst du rausmachen. Oh. Ach so, wir müssen hier noch Bolzen reinmachen, oder? Oder geht es dann auch später von hier? Ja. Den Zug hat keine Bremsen, Zug. Den Zug. Drück mal gerade die Klappe, die große Klappe rein. Bisschen beidrücken. Jawohl, jetzt ist das Ding reingegangen. So, es ist die Frage, welcher Bolzen kommt hier rein? Der oder der andere? Ne, der hier. Der kommt hier hin, safe. Safe, der kommt hier hin. Was machen wir denn die ganzen Decken hier? Bestimmt irgendwo Decken vergessen reinzumachen. Schau, Stella immer aggressiv, gell? Alter, Maul jetzt! Es reicht! Ja, auf. Guck mal, hier fehlt auch Kap. 1, 2, 3, 4, 5. Da ist komplett kaputt. Was ist das? Disco oder was? Schlagen die sich aufs Maul oder was? Nein, so bin ich da. Ach so. Oh, das mit der Lichterkette da oben sieht aber knapp aus eigentlich, gell? Das sieht knapp aus. Die zwei Bolzen brauche ich. Das ist der einmal und der hier. So, wo kommt der lange rein, ist die Frage. Ich würde sagen, der lange hier, oder? Ja, jetzt mach mal unten bei. Ja, mach. Hört. So, lange Kabel. Hört. Kurze Kabel in die Eck. Hört. Kommt hier noch Decke rein, irgendwas? Hier? Sicher? Nee, oder? War hier nicht immer eine Decke? Ich habe keine Decke gesehen. In die letzten 7 Jahren. Nein. Dann kommt auf jeden Fall eine Decke hin. Ich habe es auf Kamera. Du hast gesagt, da kommt keine hin. Cosmo, da war 100% Decke. Das ist nicht so gemacht. Das war mit bisschen... Hol Decke raus, halt's Maul. Hol Decke raus. Da sind noch genug Decken. Hol Decke raus. Aber hier kommt keine. Doch. Ich mach auf jeden Fall hier, mach ich mal auf jeden Fall einen hin. Ich habe keine Ahnung. Chris, aber hier kommt keine Decke. Doch, hier kommt Decke. Ich mach da jetzt eine Decke hin. Okay. Wir haben irgendwo anders da Decken eingespart. Das müssen wir jetzt. Müssen wir die woanders da irgendwo unterkriegen. Bei dir auch. Da machen wir hier so einen hin. Nein, dann verloren und Chef ist aggressiv. Mach mal auch. Nein, der andere, wenn du bist. Nein, ich mach so. Gut und hoch. Wenn Chef sagt, da kommt keine Decke hin, kann morgen runter machen und kann Decke rausmachen. Das ist keine große Akt, oder? Ah, wir haben die falsche Seite zuerst gemacht. Komm. Oh, andere Seite. Runter. Mir gefällt das. Das ist jetzt ist schön fest. Das hat nicht so gewackelt. Das war fest. Ich sag, das war fest. Willst du Kamera mit Licht für oben? Nee, ich brauch keine. Ja, hier nimm, ist doch egal. So. Dem Zug. Hört. Kann ich ablassen? Ja, lass ab. Mach einen Moment. Hört. Ja. Was ist noch runter? Hier die Bolze von Mitte. Ja. Die Kabel. Sieht schon mal gut aus, oder? Gut aus, ja. So, Strom lassen wir erstmal dran. Und Schlauch auch, weil... Weil keine... Da steht noch alles drauf. Wo sind die Decke für die... Für was? Für die Dinger da. Die haben wir verbaut. Diese kleine? Ja. Die war hier bei Eck, wo die Lampe kommt. Aber haben wir nicht reingemacht, ja. Dann machen wir zwei raus. Warte. Wie viel brauchst du denn? Zwei? Ja, zwei. Aber das ist die kleine. Okay.
hat. So, haben wir alles. Jetzt noch zuschließen, oder? Ja. Das machen wir jetzt noch zu. Gucken wir, dass wir hier nicht stecken bleiben. Ah, ist noch genug Platz. Okay. Strom machen wir noch alles aus. Ja gut, Strom muss, wie gesagt, das muss der Chef morgen selber machen, weil hier liegt alles drauf. Die haben auch einfach ihr Zeug einfach auch hingestellt. Ohne Rücksicht auf Verluste machst du Strom noch aus. Aber machen wir direkt Kabel raus. Ja, mach raus, komm, mach raus. Also ich muss draußen machen. Ja. Und du ziehst hoch. Ich verstehe. Warum liegt denn hier Wurst unterm Wagen? Gut, siehst du was? Wunderbar. Chef wird so stolz auf uns sein. Warum lachst du? Oder nein? Der wird doch bestimmt sagen, danke Christi, danke Cosmo, habt ihr super gemacht. 100% sagt nein. 100%. Ihr Wichse. Doch, diese macht so. Ja, wir fahren, wir sind fertig. Abfahrt. So, meine lieben Freunde, Kofferraum ist vollgeladen. Wir fahren jetzt nach Hause, Cosmo ist am Naschen. Ich nasche jetzt auch gleich mal noch ein bisschen was. Das war hier Gernsheim und das war's mit dem Vlog. Wir sehen uns morgen, alter Frische. Morgen geht's nach Niederramstadt und dann in Niederramstadt geht's weiter mit der Montage. Weiß nicht, wie das mit dem Fahren ausschaut jetzt hier die nächsten Tage, weil wir immer noch eine Maschine haben. Die andere ist immer noch beim Hirsch, bei der MAN. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das die nächsten Tage machen. Und dann geht's, wenn morgen dann Niederramstadt und weiß nicht, ob wir da morgen fertig werden. Denke vielleicht schon. Und dann geht's am Mittwoch, geht's dann Richtung Tribur und dann fangen wir da wieder an auf. 3 Uhr, jetzt geben wir noch mal Gas nach Hause. Morgen 9 Uhr Abfahrt. Das ist Arschloch, ja. Aber wir sind gemacht bis 12 Uhr nicht nach Hause gefahren. Peace out.